Dass es Wuit zugeht in Waakirchen, das war uns schon klar. Jetzt kommt einer der Klassiker, Vogelwuit, das IPA von Hoppebräu, wenn ihr dranbleibt. Hey, super, dass ihr dran geblieben seid und danke für euer Interesse an dem heutigen Bier. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für das heutige Bier. Wir schauen heute mal nach Bayern zu Hoppebräu und wir haben in letzter Zeit ja viele, viele Biere von bzw. mit Hoppebräu gehabt. Die ein oder andere Kollaboration mit Yankee & Crow, Brewhart war, glaube ich, dabei. Und jetzt gibt es mal, ja, ich glaube, wirklich einen Klassiker, Vogelwuit, das IPA. Und das hat er damals, als wir uns hier am Craft Beer Fest in Wien getroffen haben, glaube ich, auch schon mit dabei gehabt. Wenn ihr Interesse grundsätzlich an all solchen Bieren habt, dann da unten mal ganz schnell hier auf dieses Abonnieren-Feld klicken. Wir arbeiten uns ja gerade auf die 5000 Abonnenten zu. Und jede Stimme zählt, beziehungsweise jedes Abo zählt. Ich sage danke für euren Support. Und ja, machen wir weiter mit dem Bier von Markus Hoppe. Seit 2010 wird da Bier gebraut. Und was aus so einer Hobbybrauerei nicht alles werden kann. Ne? Er ist auch relativ auskunftsfreudig, was die Zutaten in seinem Bier angeht. 6,5 Volumenprozent Alkohol. Nee, 6,9. Entschuldigung, ich habe keine Brille auf. 16 Grad Plato, Wassergerstenmalz, Hopfen und Hefe steht vorne drauf, aber hinten drauf, das habe ich euch gerade gezeigt, steht dann Pilsnermalz, Karahel, Kararoma und hopfenseitig Magnum als Bitterhopfen, Deutscher Cascade, Citra, Calista, Mandarina, Bavaria. Deutscher Cascade, muss man ja dazu sagen, gibt es ja auch, beziehungsweise gibt es ja nicht vor, nämlich aus den USA, aber der hat es irgendwie auch irgendwie nach Deutschland geschafft. So, dann ist es das für heute. Keine weiteren Informationen, die wichtig wären. Das H für Hoppebräu oder Hopfen, wie auch immer wir das auslegen wollen. Ich mag ja diese Longnet-Flaschen total gerne. Und auch hier sein Logo. Hat ein bisschen was Bajuwarisches, aber dann doch irgendwie in der Flasche sehr modern. Und ich merke, das beißt sich gerade fürchterlich mit meinem T-Shirt. Aber soll so sein. Kommt noch eine dritte Farbe dazu. Das schöne, leicht getrübt, nicht ganz gleichmäßig, aber schon gleichmäßig, aber nicht ganz getrübt. Ein dunkelgoldenes, helles, bernsteinfarbenes Bier, zwei Finger breit von einem weißen, nicht zu kompakten, aber sehr schön am Glas hängenden weißen. Also vielleicht minimal cremeweißer Schaum. Kohlensäure, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht. Aber sie ist da, sonst hätten wir ja den Schaum oben drauf nicht. Hui. Da geht es jetzt gerade sehr klassisch zu. Bittereinheiten habe ich übrigens gegoogelt. 85 sind da irgendwo gestanden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es stimmt, dann Respekt. Wir haben ein bisschen reife Mango. Zitrusfrucht, aber in erster Linie mal schönes Biskuitmalz. Hefe würde ich jetzt auch noch ein bisschen verorten. Also eigentlich sehr geil für ein IPA, ist alles angerichtet in diesem Sinne. Cheers. Boah, das ist spannend. So der erste Eindruck ist sehr süßlich. Und das geht dann, also die 85 glaube ich jetzt, dann geht es sehr schnell in eine Hopfenwelt rein. Da kommt relativ schnell so leicht harzige Noten. Es ist sehr trocken, das Bier. Wir treffen auch viel, was wir im Aroma gehabt haben. Also dieses Mango-Zitrus-Thema ist da auch mit drin, aber eingebunden, wie gesagt, in diese relativ harsche Trockenheit, aber auch schöne, kräftige, fast schon powermäßige, bittere. Biskuitmalz ist am Start, bringt so ein bisschen eine Süße mit, die das relativ intensive, bittere Thema dann doch schön wegbalanciert. Angenehme Würzigkeit und schon von der Hefe geredet, ja, es hat so ein bisschen leichte hefige Noten. Ein schöner mittlerer Körper.
Spritzige Kohlensäure. Leicht ölig in der Textur, aber mega, mega süffig. Also das ist natürlich, muss man sagen, wenn das wirklich 85 Bitteranheiten hat und ich glaube, da gehe ich so vom Gefühl her. Also das ist schon, zieht schon massiv, dass ich das fast unterschreiben kann. Ich habe es nirgendwo gefunden und steht, auch auf der Flasche steht es nicht drauf, oder? Nee. Aber irgendwo auf einer Internetseite, wenn es nicht sogar auf der Homepage von Hoppebräu war, habe ich es gelesen, 85 Bitteranheiten. Würde ich glauben, also es ist schon relativ kräftig, diese Bittere. Und die hängt hinten im Nachtrunk auch ein bisschen nach, es zieht so ein bisschen leicht astringierend. Und ja, schöne Hopfenbittere, wird auch nochmal trockener. Bis auf die Zitrusfrucht bleibt dann im Nachtrunk dann auch relativ wenig übrig von der Frucht. Aber super klassisches IPA und da knackt es richtig im Gebälk, sollte sein. Und deshalb gibt es von Probier.TV für das Vogelwild 4 von 5 möglichen Punkten für das Vogelwild von Hoppebräu. Und gibt es eigentlich ein Fuchsteufelswild? Ich muss das mal nachschauen. Das wäre das Einzige, was mich so... Ich werde Fuchsteufelswild! Das wäre das einzige bayerische Schimpfwort in diesem Bereich, was mir einfallen würde. Aber ich weiß nicht, ob er sowas hat. Ich werde es nachschauen. Wenn nicht, dann bitte lasst uns das mal machen. Fuchsteufelswild, das könnte man dann... Ein richtig fetter Doppelbock, irgendwas könnte es sein. Wir erklären das. Ansonsten ist es für heute gewesen sein. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren, wenn das noch nicht erledigt worden ist. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.